Moin Jungs, Adis back und willkommen zur 1174. Folge meines Minecraft Nostalgie Let's Plays. Wir haben nicht genug zu essen und in der letzten Folge direkt zwei neue Stockwerke gebaut für unsere Stadt. Endlich mal wieder ein paar Klopper, und zwar die beiden da hinten. Einmal grün, einmal lila, tatsächlich in der anderen Reihenfolge. Aber wie dem auch sei, da fehlt natürlich obendrauf noch was, wie man an dieser wunderschönen Erdsäule erkennen kann. Bevor wir dazu kommen, möchte ich mich aber erstmal hier um dieses Elend kümmern. Und das machen wir jetzt auch. Und zwar gehen wir, würde ich echt sagen, gehen wir hier lang? Ich würde sagen, wir gehen hier lang. Ich würde sagen, ja, das passt nämlich. Dann können wir, ich bin natürlich vorbereitet. So, dann machen wir zack. Zack, zack, zack. Hier die Tür rein, die ich sogar auch dabei habe. Ich weiß, ich kann es selbst nicht fassen, wie cool ich bin. Aber der vorbereitete Hase schlägt wieder zu. Und ja. Dann machen wir noch eben so. Und dann können wir auch hier die Trapdoors dran setzen. Auch wenn ich das auch cool finde, wenn das hier so überdacht quasi ist. Auch wenn das natürlich nicht geht. Und guck mal, hier ist sogar direkt noch eine eine Werkbank. Was natürlich noch cooler ist. Das hatte ich noch nicht mal so geplant. Ist jetzt natürlich nicht so cool, dass hier jetzt genau eine fehlt. Aber wir sind ja eh noch nicht fertig. Denn wir müssen ja auch noch irgendwie nach oben kommen. Und ich bin am Überlegen, ob wir hier tatsächlich eventuell so machen, dass wir das hier doch nochmal wegtun. Und dann einfach hier rumgehen. Und dann quasi wieder hier lang gehen. Bis hier hinten. Und dann so. Und dann wieder hier hochgehen. Nee, das ist falsch. Hallo? So. Nee, nein, so. Also dann hier hochgehen, hochgehen. Und dann, okay, dann müssen wir zwar hier dieses Fenster ändern, aber an sich fände ich das, glaube ich, ganz gut. Wenn wir das so machen, dann machen wir... Geht das, wenn ich das... Ja, das sollte passen. Dann setze ich hier nochmal das hin. Und dann haben wir hier die Treppe. Haben auch, finde ich, hier diesen Zwischenraum ganz gut genutzt eigentlich. Dann können wir das so machen. Wenn das so machen, dann haben wir den Teil auch. Dann gehen wir hier halt hoch und dann kommt man hier zu der Tür. Das hier muss ich dann halt, wie gesagt, jetzt nochmal kurz anpassen. Aber ich finde, an sich passt das. Und hier kommt natürlich auch noch ein Stockwerk drauf. Und da sind wir eigentlich dann auch noch recht modular unterwegs. Das hier passt. Wie machen wir es denn? Ich würde sagen, lass uns einfach hier die beiden einen weiter nach hier setzen. Dann können wir nämlich hier noch ein Fenster reinmachen. Und hier leider nicht, weil da ist halt schon wieder Ecke. Das heißt, da brauche ich nochmal drei Blöcke. Aber das ist ja jetzt kein großes Drama. Dann gehen wir nochmal hier runter, machen uns nochmal, warte, uns nochmal ein paar hiervon und dann machen wir uns ganz viele hiervon. Ganz viele ist übertrieben, es sind 12. Und ich glaube sogar, dass wir hier nochmal so einen hinmachen, einfach damit das mehr befestigt aussieht, weil das sonst Übergewicht quasi nach hier hinten kriegt. So, dann gehen wir hier lang. Finde ich auch cool, weil dann haben wir endlich mal wieder mehr von diesen Treppen. Weil ihr wisst ja, wie ich die liebe. Und ich könnte mir sogar noch vorstellen, dass ich hier noch eine hinsetze. Einfach, weil das dann, finde ich, fast noch ein bisschen schlüssiger aussieht. Beziehungsweise, ich mache nochmal so. Und dann setzen wir hier noch die letzte dran. Und dann ist geil. Dann haben wir den Teil nämlich auch fertig. Dann muss hier natürlich noch was hin. Dass man hier nicht runterplumpst, wie so ein... Ne? Plumpsklo. Logischerweise. Ich glaube, ich packe hier tatsächlich lieber ein Slab einfach hin. Kann ich leider nicht überall machen, aber da oben finde ich zumindest fürs Auge ist es besser, wenn wir das machen. Okay, also ich brauche zwei lila Terrakotta und ich brauche mehr Achacha. Holen wir. Wird gemacht. Auftrag kam rein. Wird verarbeitet im Logistikcenter. Und ich denke, der wird auch gleich stattgegeben. Da. Einmal und los. Zack, zack. Zack. Und zack. So, dann hätten wir den
Mumpilz. Ich finde immer noch komisch, dass das nicht Mumpilz heißt, sondern Mumpitz. Aber ich finde es auch immer noch komisch, dass es Rülpsen heißt und nicht Rülpsen. Weil erstens, wo ist da bitte ein Ü? Und wo, vor allem, ist da bitte ein L? Das fühle ich überhaupt nicht. Aber gut. So, dann gehen wir hier hin. Gehen wir hier hin. Ach, mach doch. Gehen wir hier hin. Ach, hier ist ja gar nichts. Ich wollte gerade sagen, wieso geht das? So. Das sieht an sich auch schon mal ganz toll aus. Dann nehmen wir hier noch doppelt drauf. Und so. Und so. Und dann mache ich den hier vielleicht einen nach unten. Dann haben wir hier nicht drei immer so im Abstand. Tür habe ich jetzt natürlich nicht dabei. Ich wusste, an irgendeiner Sache wird es eh scheitern. Aber das finde ich dann doch schon mal ganz nice. Vor allem, wenn hier ja dann später das Haus auch noch hochgeht, dann kann man das eventuell ja auch noch nutzen und da direkt auch den Eingang machen. Was heißt eventuell? Auf jeden Fall. Und wir können sogar hier schon direkt damit anfangen, indem wir das einfach freilassen. Und hier schon mal so das Muster machen. Hier kommt scheinbar auch eh nur ein Stockwerk noch drauf. Oder sagen wir mal anderthalb. Und dann hätte sich der Teil auch schon erledigt. Dann würde ich sagen, machen wir hier den Akzent drauf. So, 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 so und so. Ist irgendwie zu viel geworden. So, machen wir überall einen weg. Das sieht deutlich logischer aus. Alright, aber hier oben fehlt natürlich noch was. Ich hatte eigentlich eine Idee. Und zwar, dass wir das oben genauso machen wie hier unten, dass wir halt diese abgeschrägte Ecke haben. Fühle ich gerade tatsächlich aber eher weniger. Das fühle ich allerdings mehr. Das stört mich brutalst. Aber man kann halt nichts dagegen machen. Aber an sich, dass das hier wieder so, ne, wie das da hinten auch ist, finde ich mega geil. Wisst ihr ja. Lieb ich komplett. Wir brauchen noch eine Tür. Ja, wir gucken mal, was wir noch brauchen. Okay, das sieht aber bis jetzt, finde ich, schon mal wieder nice. Da kommen jetzt natürlich auch noch ein paar Lanterns drauf und so weiter. Was haben wir für eine Farbe? Wir haben lila da unten. Wir haben da grün. Was könnte man... Sollen wir blau vielleicht nehmen, wenn wir noch blau haben? Ja, wir haben auf jeden Fall noch einiges an blau. Ist das dasselbe blau? Das sieht nicht so richtig aus. Wir haben noch viel blau. Ich nehme einfach mal alles an blau so mit. Auch noch das mitnehmen. Ich finde, die Blautöne, die unterscheiden sich leider sehr krass voneinander. Das ist nicht so toll. Das kann wieder weg. Ja, eigentlich kann das auch weg. Das ist doch kein Blau. Das ist irgendwie lila oder so. Blaues Holz gibt es natürlich leider immer noch nicht. Hier ist eine sehr passende Tür sogar. Die nehmen wir mit. Und lass mich kurz überlegen. Ja, sonst wüsste ich jetzt erstmal nichts. Light Blue. Wird schon irgendwie gehen. Dann setzen wir da zumindest einmal das Stockwerk drauf und dann gucken wir mal weiter. Natürlich ein bisschen doof, dass man dann immer bis hier hinten laufen muss, um zu seinem Haus zu kommen. Aber gut, ich habe eine Tür vergessen tatsächlich, weil die Tür ist für hier. Weil die passt farblich auch sehr gut hier rein, finde ich. So, dann gucken wir doch mal. Also, blau, blau, blau. Ne, das ist dasselbe Blau. Blau und blau. Und blau. Ich würde sagen, weil wir da dunkelblau haben und ich das schon doof finde, dass das so nah aneinander ist, machen wir hier hellblau rein. Wir machen hier hellblau mit dem und mit dem. Heißt, das hier kommt weg. Nehmen wir nur die drei. Die können, obwohl, nee, warte. Nehmen wir uns hier schon mal die Scheiben. Dann machen wir den. Und den, wir brauchen auch, glaube ich, noch einen höher, genau. Gehen wir hier noch hin. Wundervoll. Dann machen wir hier eine Scheibe. Machen wir hier so. Und machen wir hier ein höheres Fenster. Wundervoll, wundervoll. Dann können wir hier schon mal reingehen. Und das so machen. Dann können wir den da oben hinsetzen. Den setzen wir von mir aus hier hin, machen die Dingensseite voll, dann gehen wir nach hier,
Dann gehen wir nach hier. Da unten machen wir ein Fenster rein. Hier machen wir das so und so. Hier würde ich sagen, machen wir kein Fenster rein, weil man da eh nur direkt auf die Treppe guckt. Das ist ja unnötig. Und dann fülle ich den Rest, würde ich sagen, auch noch mit dem Light Blue Terracotta aus. Sobald wir davon noch, oder falls wir davon noch was haben, bin ich mir nämlich nicht ganz sicher. Weil wir das natürlich auch immer für die Fenster brauchen, die Farbe. Wir haben noch, guck mal, wir sind vorbereitete Burschen. Ich habe gestern so ein TikTok gesehen. Was sind so Umschreibungen oder Bezeichnungen wie so von der Art Genosse oder Sportsfreund? Und da war was, was ich weiß nicht wieso, es ist übel bescheuert und ich weiß auch nicht, wer so redet, aber ich finde es total geil und zwar Freund der Südsee. Wir sind jetzt die Freunde der Südsee, das habe ich beschlossen. So, beziehungsweise ich habe seitdem eigentlich sehr viele Sachen so genannt. Ja. Gut. Ich mache den noch dahin und den Rest mache ich jetzt wirklich so einfarbig. Dann hat sich der Teil vielleicht... Vielleicht mache ich doch noch so. Okay, das soll es aber auch gewesen sein. Dann gehen wir nach hier. Nehmen uns den Glowy mit. Setzen den hier hin und hier hin. Und setzen den hier hin und hier hin und hier hin. So, ich habe leider keinen weißen Concrete dabei. Oder ich habe auch gar keinen mehr. Ein bisschen blöd. Wir müssen jetzt aber auch mal gucken, wie wir das mit dem Dach machen. Weil wenn... Ich würde gern irgendwie... Ich weiß es nicht. Ich würde gern irgendwas Special-mäßiges machen. Wir haben ja auch streng genommen, sagen wir mal, noch 1, 2, 3 Blöcke über. Oder wir machen es wirklich mal auf der Höhe, dass wir gar nicht nochmal einmal hier so eine Deep Slate-Reihe draufsetzen. Was könnte man denn machen? Dächer finde ich super schwierig. Weil das, ich meine, das sieht man auch. Ne? Also wenn man sich mal die ganzen Dächer anguckt, wir haben entweder einfach Slab, Fullblock, Slab, Fullblock. Oder irgendwie Garten, Bäume mäßig, so vor allem hier so. Ne? Ansonsten halt so ein Flachdach. Nicht super langweilig. Hier ist auch wieder begrünt. Wir haben Deep Slate oder wir haben Holz. Und da ist wieder Slab, Fullblock, Slab, Fullblock. Hier steht trotzdem noch irgendwie Ihi. Da ist wieder ein Flachdach. Und ansonsten haben wir hier noch zwei Dachterrassen. Und hier ist wieder begrünt, begrünt. Slab, Fullblock, Slab, Fullblock, Slab, Fullblock, Slab, Fullblock, Slab, Fullblock, Slab, Fullblock. Boah, sag das mal dreimal schnell hintereinander, Alter. Slab Fullblock, Slab Fullblock, Slab Fullblock. Das ist halt alles nicht sehr abwechslungsreich. Hier ist auch wieder ein Flachdach, ne? Nur halt dann noch mit was drauf. Da ist ein Flachdach mit was drauf. Hier ist noch gar nichts. Ich habe irgendwie keine Ideen für Dächer. Aber ich habe mich auch noch nie damit auseinandergesetzt. Weil auch wenn wir uns die anderen Sachen angucken, das sind halt so standardmäßige Dächer, finde ich. Aber das passt hier halt auch zu. Aber hier ist halt auch Slab Fullblock. Oder hier ist Stair, Fullblock, Stair, Fullblock. Oder hier ist Stair, 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 Slap, 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 Slap. Das ist das bescheuertste Gesprächsthema, was wir je hatten. Hier ist Slap, Slap, Fullblock, Fullblock, Slap, Slap. Ne? Oder hier ganz vorne, hier ist, ich meine, das ist auch eh abgefuckt, aber hier ist Stair. Ey, yo, ey, yo. Was soll das? Wir haben, guck mal, es ist hell, Jung. So brennst du nicht. Zieh dich. Warum kommt der nicht näher? Der hat Angst. Ja, egal. Dann haben wir hier wieder eine Stair. Irgendwie, das ist. Ja, und auch hier ist alles nur Slabs und Fullblocks. Und auch alles immer. Wir könnten tatsächlich aber, wo ich das hier gerade sehe, man könnte doch so ein Dach einfach auch mal aus Bricks machen. Das wollte ich eigentlich auch mal machen für die Stadt. Bin aber irgendwie nie dazu gekommen, weil wir. Die auch irgendwo haben, wo ich keine Ahnung habe, wo das ist. Ich weiß legit nicht, wo ich hier Bricks oder sowas habe. Ich weiß, ich habe die. Ich weiß halt nur nicht, wo. Weil ich die auch nie brauche. Wieso habe ich nie das Wachs dabei, wenn ich da durchlaufe? Das regt mich auch auf. Boah, wie schön das hier ist. So, das könnten wir machen. Wir könnten Granit nehmen und wir könnten Bricks nehmen. Und dann daraus da hinten so ein Dach machen, wie im Italian Village. Wenn ich das finden würde. Ja, guck hier. Perfekte Reno.
Clementino. So, pass auf. Nehme ich die schon mal mit? Das ganze Blau kann ich schon mal wieder aussortieren. Das braucht nämlich keiner mehr. So. Dann so und so. Das hier kann auch erstmal verschwinden. Die packe ich mal hier einfach weg, weil ich die gerade nicht brauche. Das kann weg. Wir brauchen auch definitiv noch mehr Granit, weil wir gerade nur eine Art davon haben. Aber damit könnte man darauf auf jeden Fall irgendwie irgendwas bauen. Und selbst wenn es nur einfach so ein Flachdach ist, dann ist das halt einfach nur so ein Flachdach. Ist doch im Endeffekt auch scheißegal. Das Problem ist nur, dass es hier halt nicht überstehen kann. Sowohl nicht auf dem Block als auch auf dem Block. Auch wenn der Block nicht so schlimm wäre, weil den könnten wir nach innen versetzen. Wenn wir jetzt unbedingt wollen, dass das hier, ne, so quasi hier einmal rumgeht. Auf der Höhe quasi. Dann wird das auch noch gehen. Dann könnte man den Kollegen Schnürschuh auch so setzen. Ich glaube, das werden wir auch machen. Ja, ich glaube. Ja, komm. Ja, komm. Komm, komm, komm. Komm, komm. Schön gehen. Machen wir. Wir setzen morgen uns dran, neuen Granit zu sammeln. Aber für heute war's das. Wenn es euch gefallen hat, gerne Like und Abo da lassen. Danke fürs Zuschauen. Sehen wir uns morgen in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner Hand.